Und über die Reform oder wie viel dafür heute erreicht worden ist, kann ich jetzt mit Henriette Neumeier sprechen, stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft. Guten Abend nach Berlin. Guten Abend. Das Wort Durchbruch fiel ja heute, Frau Neumeier. Sehen Sie den auch? Ich glaube, wenn es einen Durchbruch gibt, dann ist es sicherlich, dass die Atmosphärik sich deutlich verbessert hat, was konkrete Maßnahmen angeht, was jetzt Festlegungen sind, die wirklich nachvollziehbar sind, von denen wir auch sagen könnten, wie sie sich in der Praxis auswirken. Ich glaube, da sind wir noch ein Stück weit von entfernt. Uns fehlt einiges an Klarheit. Uns fehlt vor allen Dingen Klarheit, wie man signalisieren möchte, den Mitarbeitenden in den Krankenhäusern, aber auch den Planenden, den Managerinnen und Managern, wie sie jetzt fürs nächste Wirtschaftsjahr sicher in die Zukunft blicken können. Und wir haben eine beispiellose Finanzierungskrise, auf der jetzt diese gesamte Reform fußt. Das sagt auch der Minister ganz klar. Aber wir haben keine Antworten bekommen, wie diese gelöst werden kann. Und mittelfristig wirksame Reformen, wenn sie denn so schnell umgesetzt werden können, wie wir das jetzt angekündigt bekommen, lösen dieses Problem nicht. Und da merken wir Unruhe im eigenen Lager. Wir merken Unruhe bei den Beschäftigten. Und ich glaube, da muss man jetzt Signale senden, dass man stabilisieren möchte. Lassen wir uns das mal ein bisschen zusammensortieren. Die Finanzierung der Krankenhäuser, die soll jetzt ja über die Vorhaltepauschalen kommen, die ja diese Fallpauschalen ablösen sollen. Und darüber sollen immerhin 60% der Finanzen bereitgestellt werden. So weit, so gut. Sind denn diese Pauschalen, diese Vorhaltepauschalen jetzt klar? Ist das schon völlig, ja, völlig durchsichtig, wie das funktionieren soll? Ich glaube, da ist von der Mechanik noch so ziemlich alles im Dunkeln. Aber da geht ja im Prinzip das Papier relativ transparent drauf ein, dass Rechnungsmechanismen erst noch gefilmt werden müssen. Klar ist, dass unterschiedliche Versorgungen unterschiedliche Vorhaltekosten bedeuten. Zum Beispiel, wenn ich sehr personalintensive Bereiche habe und ich habe mal 2, 3 Fälle weniger, heißt es ja nicht, dass ich das gesamte Personal entlassen kann. Das sind Fixkosten, die bestehen immer. Und da versucht ja im Prinzip die jetzige Reform ranzugehen und eine Umverteilung des Bestehenden zu machen. Das heißt, die Krankenhäuser haben jetzt einen Betrag, den sie für Betriebskosten fallabhängig zur Verfügung bekommen. Und da soll jetzt in irgendeiner Weise eine Aufteilung stattfinden, die einen Fixkostenblock setzt, damit sozusagen eine gewisse Planungssicherheit entsteht. Das reicht natürlich nicht aus, um bestehende Defizite auszugleichen, sondern es ist wirklich eine reine Umverteilung, ein neuer Mechanismus, wie man bezahlt, um ein neues Anreizsystem zu gestalten. Das ist soweit eine ganz kluge Sache. Sie muss nur dezidiert ausgestaltet werden. Wir kennen jetzt eine Zahl, 60%, aber da steckt der Teufel wie immer im Detail, wie das jetzt gut organisiert werden kann, dass die Krankenhäuser wirklich verstehen, wie kann das funktionieren, wie wird es auch rechtzeitig ausgezahlt, dass ich dann die Kosten, die ich habe für diese Fixkosten, von denen ich gesprochen habe, auch wirklich leisten kann jeden Monat. Und da ist noch einfach sehr, sehr vieles im Dunkeln, was wir nicht kennen. Plus die Umverteilung, wie gesagt, ist nur ein Verteilmechanismus, der neu gestaltet ist, aber er löst die essentielle Finanzklemme in den Krankenhäusern gerade noch nicht auf. Und da brauchen wir bessere, dezidiertere Antworten. Ich weiß, das ist vielleicht in so einer hochpolitischen Runde wie heute ein bisschen schwierig zu erzielen. Das klingt auch kompliziert für jemanden, die nicht so ganz tief in dem Stoff drin sind und das alles so genauestens durchschauen. Also das ist etwas, wo Sie sagen, das ist ein erster Schritt, aber da müssen wir jetzt tiefer reingucken, wie es konkret aussehen sollte. Das andere große Thema, der große Zankapfel, der bleibt ja, nämlich die Klassifizierung der Krankenhäuser in verschiedene Level oder Stufen oder wie auch immer. Da bleibt ja das, dass der Bundesgesundheitsminister sagt, ich mache das weiterhin und das ist super, wenn die Leute wissen, das ist ein Krankenhaus, das ist top. Das kann das besonders gut und ein anderes ist da weniger erfolgreich und hat weniger gute Quoten. Das ist doch eigentlich auch eine ganz sinnvolle Sache, dass Lauterbach da jetzt Transparenz reinbringen möchte. Also vielleicht noch mal zu dem Aspekt der Qualitätssicherung, der bei der Reform jetzt auch in den Vordergrund gestellt wird. Qualität nur festzumachen an einer Level-Einteilung, glaube ich, greift zu kurz für das System, in dem wir Gesundheitsversorgung leisten. Auch an kleineren Standorten, die spezialisiert sind auf bestimmte Leistungen. Ich habe da jetzt gerade ein rheumatologisches Krankenhaus in meiner Heimatregion im Kopf. Die sind auch gut in dem, was sie machen. Man kann es nicht rein an Leveln festmachen, wo gute Versorgung geleistet wird. Was sehr wohl ganz, ganz viel Sinn macht, sind die Leistungsgruppen. Also sich anzugucken, wer macht
konkret die Leistung, zum Beispiel, wer behandelt Herzpatienten und hat er die nötigen Voraussetzungen, sowohl von der Infrastruktur als auch vom Personal, das gut zu machen. Und wir glauben daran, dass dieser Steuerungsmechanismus, auch die Kopplung von Leistungsgruppen miteinander, wenn ich Herz mache, muss ich dann vielleicht auch Schlaganfall können, dass das ganz, ganz viel Sinn macht. Das Ganze noch zu verknüpfen mit Levin, hat in unseren Auswirkungsanalysen gezeigt, dass es zu einem sehr großen Kahlschlag in der Kliniklandschaft, so wie sie jetzt ist, kommen kann. Und das wäre schade, weil wir dann auch viele hochspezialisierte, sehr gute Versorgungsangebote verlieren. Und da brauchen wir den Weitblick in die Region, von hier aus in Berlin sozusagen in die Ja. Region geguckt, der auch dort die Sensitivität walten lässt, die notwendig Da ist. schauen ja auch die Länder noch mal genau hin und möglicherweise wird es ja weiter so sein, dass da die Länder dann doch noch ein bisschen mehr den Daumen drauf halten. Also ein erster Schritt, sagt Henriette Neumeier, die stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft, zu den Gesprächen heute.